Ich freue mich riesig, heute bei euch zu sein und ja, wieder mal zu predigen. Und ich habe eine Frage für euch dabei. Und die Frage, die lautet folgendermaßen: Hey, wer von euch war denn schon mal ja, so richtig verliebt? Gebt mal kurz ein Handzeichen, das nimmt mich jetzt wunder. Seid ehrlich, guckt nicht nach rechts, nicht nach links zu eurem Ehepartner, zu Freund, Freundin. Einfach mal, wer von euch war denn schon mal verliebt? Ja, sehr schön, so ziemlich alle. Ja, die Liebe, ach, schönes Gefühl, oder? Könnt ihr mir ja zustimmen. Hey, ich war mit 18 so das erste Mal richtig, richtig verliebt. Und diese Liebe, ich hatte wirklich auch ein bisschen Glück, diese Liebe, die wurde auch erwidert. Ich habe da einen richtig tollen Mann kennengelernt, wir haben uns besser kennengelernt, das endete dann in einer Beziehung. Und ich habe da so Sachen gemacht, wo ich sagen muss, ich war ein bisschen naiv, also zum Beispiel so Autorennen durch die ganze Stadt Frauenfeld. Ich habe sein Auto geklaut, angemalt, er hat mein Auto geklaut, angemalt. Während dem Gottesdienst bin ich raus, habe irgendwelche Kleber auf sein Auto gemacht, einfach um ihn irgendwo ein bisschen zu beeindrucken. Würde ich heute auch nicht mehr machen, aber eben, wenn man jung ist, ist man noch, ja, macht man so Sachen, wo man im Nachhinein denkt, war das ich? Weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so. Hey, aber ja, Liebe, das verleiht Flügel ja manchmal eben, da macht man Sachen, wo man sonst nicht tun würde. Und weißt du, das Thema heute ist Heart of Worship, übersetzt das Herz der Anbetung. Und ich glaube, Anbetung hat enorm viel mit Liebe zu tun. Genau so wie aus Liebe unglaublich viel entstehen kann, kann auch aus der Anbetung unglaublich viel entstehen. Aus der Liebe, ich habe es schon erwähnt, hey, wenn du jemanden kennenlernst und der mag dich auch, dann kann das in einer Beziehung enden. Ich gehe einen Schritt weiter. Irgendwann endet es in einer Ehe. Und wenn du wirklich auch noch Gottes Segen dazu hast, dann kommen Kinder aus dieser Ehe. Und weiter, ich könnte jetzt weiterfahren, irgendwann hast du Enkel und so weiter, da entsteht unglaublich viel. Und weißt du, ich glaube, aus der Anbetung kann genauso viel entstehen. Und somit sind wir mitten im heutigen Thema. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, auch aus dem Psalmen, wie Martin das vorhin schon vorgelesen hat. Und der steht im Psalm 95, Vers 6. Ich habe ihn dabei. Kommt, lasst uns anbeten. Uns beugen vor ihm. Lasst uns vor Jahwe knien, der uns erschuf. Ja. Weißt du, ich glaube, jeder von uns betet irgendetwas an. Das können Helden sein, es kann Besitz sein. Ich überlege mir gerade, ein neues Auto zu kaufen und ich merke, wie meine Gedanken die ganze Zeit bei diesem neuen Auto sind, wie ich mir überlege, oh, das könnte ein neues Modell sein, das könnte was Tolles sein. Und ich merke, wie auch mein Herz da mitgeht und wie das ziemlich viel Raum in meinem Leben einnimmt, wo ich immer wieder sage, nee, ich will eigentlich gar nicht, dass es so viel Raum einnimmt. Eben, Besitz kann man anbeten. Es kann aber auch der eigene Erfolg sein, Vergnügen, eine politische Ideologie, kennen wir ja alle irgendwo ein bisschen, ein Abbild oder eben auch das eigene Ich. Hey, und weißt du, die Art, wie wir leben, wie wir uns benehmen, zeigt, was wir lieben, was in unserem Herzen drin ist, was Priorität in unserem Leben hat. Und es liegt in unserer Natur als Menschen, dass wir etwas oder jemanden anbeten. Wenn wir ganz zurückgehen, schon in der Steinzeit, sehen wir, dass diese Menschen da irgendwie Bilder an die Wand gemalt haben, wie sie etwas angebetet haben. Im Laufe der Zeit überall sieht man das wieder. Die Menschheit sucht was, was sie anbeten kann, weil das gibt Sicherheit. Und das ist okay. Aber die Frage ist, was beten wir an und was hat einen Mehrwert in unserem Leben? Weißt du, ich glaube, Anbetung oder ich sage jetzt auch einfach mal Lobpreis, geht ja alles so ein bisschen in das Gleiche, ist für uns Christen absolut wichtig und zentral, weil genau da fängt eine Reise an, eine Veränderung in unserem Leben, ein Auftrag. Und ich glaube, in dieser Begegnung mit Gott, wie wir das in Psalm 95 lesen, da beginnt eine Transformation, ein Auftrag für unser Leben. Da werden wir ausgerüstet für das, was wir noch zu tun haben auf dieser Erde. Dadurch kriegen wir ein volles Herz, volle Hände, was wir dann wieder weitergeben können. Und genau darum geht es heute Morgen.
Ich möchte mit euch ein bisschen dem nachsinnen, ich möchte mit euch dem auf den Grund gehen. Und ich habe da in diesem Psalm 95 drei Wörter rot markiert. Einmal anbeten, einmal Jahwe, Name für Gott, und knien. Und ich möchte gleich mal mit Anbetung anfangen. Was bedeutet denn überhaupt Anbetung? Hey, Anbetung, wenn wir Psalm 95, Vers 6 lesen, bedeutet, du musst einfach nur kommen. Komm. Hey, wenn du dich überfordert oder erschöpft fühlst, komm. Wenn du dankbar oder voller Erwartungen bist, komm. Hey, aber auch wenn du traurig bist, irgendwo zweifelnd, nicht gerade wirklich ermutigt bist, frustriert bist, wenn du mit Sachen, mit Stürmen in deinem Leben kämpfst, auch dann komm. Und warum? Weißt du, wir Menschen, wir sind klein, wir sind fehlerhaft. Wir sind an Raum und Zeit gebunden. Aber Gott, dieser Jahwe, von dem wir hier lesen, der ist mächtig, der ist vollkommen, der ist geduldig, er ist voller Liebe. Er ist außerhalb von Raum und Zeit und bei ihm ist so viel möglich. Er nimmt uns, wie wir sind. Wir müssen einfach eben kommen. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Und weißt du, ein so, so wichtiger Teil oder ein wichtiger Aspekt von Anbetung ist auch anzuerkennen, wie wir es auch hier im Psalm 95 lesen, dass Gott Gott ist. Hey, mit aller Konsequenz, was das für uns als Menschen bedeutet, aber auch mit all dem, was es auch für uns bringt, anzuerkennen, dass wir nicht Gott sind. Und das ist ja auch eine Riesenentlastung irgendwo durch. Hey, im Psalm eben 95 lesen wir von Jahwe. Jahwe, der uns erschuf. Ich weiß nicht, ob dir dieser Name gängig ist. Man hört den immer mal wieder und ich habe nachgeguckt, was Jahwe bedeutet. Und Jahwe hat hier so eine Riesenaussagekraft. Jahwe heißt an dieser Stelle Fels unseres Heils. Oder einfach auch sicherer und fester Grund. Ich weiß nicht, warst du schon mal irgendwo am Meer? War vor zwei Jahren war das, war ich mal in Italien und ich habe da so einen spannenden Moment erwischt. Da war ich am Strand, da waren so Klippen und da zog gerade ein Riesensturm auf und ich bin echt erschrocken, was da für Riesenwellen auf diese Klippen rangeprallt sind, was da für eine Riesenkraft entsteht. Und in diesem Moment war ich so froh, dass ich einen sicheren, festen Grund gehabt hatte. Weil wenn ich den nicht gehabt hätte, ich wäre rausgespült worden ins Meer und ja, wo auch immer gelandet. Und genau das meint Jahwe an dieser Stelle. Hey, wenn die Zeiten unsicher werden, ist Gott ein fester Grund, ein fester Fels. Da kann passieren, was will. Er bleibt. Weißt du, wir Menschen, wir können auf Dauer nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unseren Vorsätzen oder aus Zusagen auch von anderen leben. Ich weiß nicht, wir haben ein neues Jahr, vielleicht hast du dir Vorsätze gemacht. Ich habe aufgehört damit. Weil ich krieg's sowieso nicht hin. Die sind dann auch immer ein bisschen zu hoch. Wir Menschen, wir können nicht aus unserer eigenen Kraft leben, sondern wir leben von Gottes Zusagen und von Gottes Kraft. Und weißt du, genau diese Zusage, diese Kraft gilt meistens, wenn wir in die Bibel gucken, genau denen, die schwach sind. Genau den Versagern unter den Menschen. Hey, niemand wünscht sich doch irgendwo durch eine oberflächliche Beziehung. Und weißt du, genau hier kommt ein enorm wichtiger Aspekt ins Spiel. Nämlich es geht um unser Herz, um unser, um mein und um dein Herz. Und ich werde heute Morgen jetzt wirklich auch ein bisschen eine heikle Stelle ansprechen, weil das Herz, das ist so gar nicht immer so einfach, über dein eigenes Herz zu reden. Hey, in der Anbetung geht es nicht um unsere Worte, um unsere Lieder, die wir singen, wie schön wir sie auch singen oder wie gut wir ein Instrument spielen können dazu, sondern in der Anbetung geht es in erster Linie um unser Herz. Und ich habe eine weitere Stelle dabei, die so enorm wichtig ist. In Lukas 6, Vers 45 lesen wir, der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes im Herzen hat.
könnte eigentlich schon einen Punkt setzen, ne? Aber wir lesen weiter. Der böse Mensch bringt aus dem Bösen in sich das Böse hervor, denn aus dem vollen Herzen sprudeln die Worte. Also dein und mein Herz ist so wichtig. Entscheide dich in der Anbetung, dein Herz da reinzulegen. Entscheide dich, Gott mit deinem ganzen Herzen zu suchen, es für ihn zu öffnen, dich bereit zu machen, ihm zu begegnen. Weißt du, weil Gott ist zutiefst daran interessiert, Gemeinschaft, Begegnung mit dir zu haben. Ich weiß nicht, ein kleines Beispiel, genauso wie ein Verliebter sich entscheidet, sein ganzes Herz da reinzulegen, die Frau seiner Träume oder der Mann seiner Träume irgendwo durch zu erobern, den zu gewinnen. So wie ich das am Anfang gesagt habe bei meinem Beispiel, ich habe das Auto von meinem Freund geklaut, ich habe es angemalt, einfach um ihm zu zeigen, hey, ich sehe dich, du bist mir wichtig, ich möchte Begegnung, Beziehung mit dir haben. Genauso wichtig ist es auch in der Anbetung, Gott zu suchen, das Herz für ihn zu öffnen. Hey, im Herzen, da wird entschieden, wo die Gefühle auch hingehen. Weißt du, die Wahrheit, und jetzt kommt ein bisschen schwieriger Punkt, die Wahrheit über uns und über unser Herz offenbart sich dann am deutlichsten, wenn die Zeiten unsicher werden, dann, wenn Schwierigkeiten im Leben kommen. Hey, ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht bist du mitten in so einem Sturm, vielleicht hast du ganz viele Schwierigkeiten in deinem Leben, vielleicht hast du die gerade auch hinter dir, aber die Wahrheit ist, unser Leben, das läuft nicht immer perfekt ab. Da kommen Schwierigkeiten. Hey, dann, wenn wir unter starkem Druck stehen, dann, wenn die Stürme des Lebens toben, wenn die Hoffnung auch verschwindet, dann zeigt sich, was in unserem Herzen ganz tief drin ist. Hey, ich möchte ein Beispiel bringen, weil genau so war es bei Jesus. Jesus war auf der Erde unterwegs. Wir lesen davon, dass er seine Jünger berufen hat, mit denen durch ganz Israel zog, große Wunder vollbracht hat. Und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, wir kennen die Geschichte, wo klar wurde, hey, jetzt ist diese Reise zu Ende. Diese Reise wird hier am Kreuz enden. Und wir lesen von der Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war, kurz vor seiner Kreuzigung am Abend davor. Er hat noch Abendmahl mit ihnen gefeiert, dann gingen sie da in den Garten. Und wir lesen, wie Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, hey, es wird was Schlimmes passieren, ich brauche euch jetzt. Kommt, betet mit mir. Wisst ihr, was dann passiert ist? Die Jünger, ja, die haben zuerst gesagt, ja, machen wir. Aber dann sind sie eingeschlafen. Und Jesus war ganz alleine. Er war alleine und ich hab euch ein Bild dabei. Ich hoffe, man sieht das. Ja, genau, etwa so kann man sich das vorstellen. Jesus war alleine in diesem Garten Gethsemane. Wir lesen in der Bibel, wie er Blut geschwitzt hat vor Angst, weil Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste um die Qualen, die er bald am Kreuz erleiden musste. Und wisst ihr, genau in diesem Moment, wo er da Blut schwitzte, wo er Angst durchlebte, und ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Stell dir vor, du weißt, du wirst gleich an Kreuz genagelt, unglaubliche Schmerzen werden auf dich zukommen. Hey, ich würde krepieren wahrscheinlich. Und genauso ähnlich ging es Jesus, er kniete nieder und er sagte in diesem Moment einen Satz, der mir so eingefahren ist, der irgendwo auch über meinem Leben steht. Jesus sagte in diesem Moment, er hätte sich zurückziehen können. Er hätte die Möglichkeit gehabt, aber er sagte in diesem Moment, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, Vater. Diese Szene im Garten Gethsemane zeigt, wie Jesus in einen angstvollen Kampf geriet, wie er Blut schwitzte und noch intensiver mit Gott betete, noch intensiver Gottes Gegenwart suchte, ungeachtet der furchtbaren Qualen, die vor ihm lagen. Hey, und genau diese Szene wurde einmal als das großartigste Beispiel für Anbetung in der ganzen Bibel beschrieben. Das Herz von Jesus wurde in diesem Moment zum zentralen Schlachtfeld der Anbetung. In seinem Herzen hat er den Kampf ausgefochten. Er hat sich ganz Gott untergestellt, ganz Gottes Willen untergestellt. Er hat nicht mehr auf sich selbst geschaut. Sein eigener Wille, sein eigener Schmerz stand in diesem Moment nicht mehr im Fokus.
Und ich habe euch ein weiteres Beispiel für eben genau dieses Herz der Anbetung mitgebracht. Und wir lesen das in 2. Chronik 20, kurz zum Kontext dieser Geschichte. Wir lesen vom Volk Israel. Und das Volk Israel war kurz vor dem Exil. Nämlich war das so, die Israeliten hatten Könige, die einen waren gut, die anderen waren besser, eben ganz, ganz kurzer Abriss. Irgendwann kam es dann zu der Spaltung, es gab ein Nord- und ein Südreich und die wurden beide deportiert, weil sie nicht dem Willen Gottes gehorchten. Und wir lesen hier von Josaphat, der war der momentane König gerade zu dieser Zeit und die Israeliten wurden gerade wieder mal angegriffen von den Nachbarn, die sie eben nicht haben wollten. Und wir lesen das in 2. Chronik 20, 18 bis 22, wer da mitlesen will. Da verneigte sich Josaphat tief gebeugt. Auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder und beteten ihn an. Danach standen die Leviten von der Sippe, der Kehatiter und Korachiter auf und priesen Jahwe, den Gott Israels, mit mächtiger Stimme. Da haben wir es wieder, sie priesen ihn. Früh am nächsten Morgen brachen sie auf zur Wüste Tekoa auf. Bei ihrem Auszug trat Josaphat vor und rief: Hört, ihr Judäer und ihr Jerusalemer, glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder. Preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf. Und zu derselben Zeit, und hier ist, das ist ein wichtiger Punkt, und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die nach Juda ausrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. Hey, die Israeliten standen unter starkem Druck in dieser Stelle. Sie wurden angegriffen und sie waren bereit zu kämpfen. Aber Josaphat sagte in diesem Moment: Nein, wir kämpfen nicht selber diesen Kampf. Wir kommen jetzt vor unseren Gott, vor Jahwe, und wir preisen ihn, wir beten ihn an. Und zu derselben Zeit, als sie das taten, vernichtete Gott ihre Feinde. Ihre Probleme waren weg, weil er eingriff. Hey, Gott kämpfte, während die Israeliten priesen, während sie Gott anbeteten. Und das hatte so eine Kraft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eben wenn in unserem Leben Schwierigkeiten kommen, wenn wir bedroht werden, vielleicht so ähnlich wie die Israeliten hier, dann wollen wir doch sehr oft einfach selber kämpfen. Wir wollen uns irgendwo diesen schmerzlichen Gefühlen, die da kommen, hingeben. Wir wollen das selber in die Hand nehmen. Und eigentlich ist es ja nicht schlecht, aber hey, wenn wir hier in diese Geschichte reingucken, ich glaube, dann will uns die Geschichte sagen: Gib Gott das Vertrauen. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Und bete ihn an, gerade dann, wenn du dich eigentlich gar nicht danach fühlst, ihn anzubeten. Wenn wir Gott in unseren Stürmen anbeten, dann liegt da so eine Riesenkraft darin. Und weißt du, genau das ist wahre Anbetung. Das ist wahrer Lobpreis. Ganz egal, wie es uns geht. Wenn wir gerade unglaublich happy sind, hey, dann haben wir den besten Grund, Gott anzubeten. Aber genau dann, wenn eben die Schwierigkeiten kommen, Gott anzubeten. Dann, wenn wir mit Einsamkeit kämpfen, ich weiß nicht, mit was du gerade kämpfst, in dieser Situation Gott anzubeten. Ein kleines Beispiel für euch dabei: Vor gut fast 2 Jahren ist eine gute, sehr, sehr gute Freundin von mir gestorben. Es war Suizid. Und ich war am Boden zerstört. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie ein Christ, der doch auch an Gott glaubt, sich einfach aus dem Leben knipsen kann. Ich war in so einem Sturm drin. Ich habe geweint, ich habe Gott angeklagt, aber irgendwann kam der Moment, wo ich sagen musste: Hey, ich komme nicht weiter mit diesen Gefühlen. Und ich bin auf die Knie und ich habe das 100 Mal gemacht, vielleicht waren es 200 Mal.
Ich bin auf die Knie und habe Gott angebetet. Ich habe ihm meine Gefühle, ich habe ihm von meinen Gefühlen erzählt. Und irgendwann kam dieser Moment, wo dann das Lob größer wurde als die Klage. Gott hat meine Gefühle verändert. Und in der Anbetung entscheide ich eben, was näher an mein Herz kommt. Diese negativen Gefühle, all der Frust, der in meinem Leben ist, oder eben das Kreuz, Jesus persönlich. Und ich habe ja noch da dieses Knien angestrichen. Was hat es denn mit diesem Knien auf sich? Und ich habe da ein bisschen nachgeguckt. Im Urtext, Knien bedeutet Barach. Und Barach bedeutet, demütig vor den Herrn zu werden. Ich weiß nicht, was dir Demut sagt, aber Demut ist so ein Wort, was wir heutzutage, ja, ich glaube auch nicht mehr so können, auch nicht mehr so praktizieren. Demut bedeutet, sich komplett unter die mächtige Hand des Herrn zu begeben, zu sagen, hey, alles, was ich fühle, egal was noch in meinem Herzen ist, nimmst du, ich will mich ganz deinem Willen unterordnen. Den Stolz, was wir haben, das, was andere über uns denken, das abzulegen und einfach vor Gott zu geben. Unsere Gefühle an zweite Stelle zu stellen und Gott wieder den Platz, den er in unserem Leben haben soll, den Thron wieder neu zu geben. Und wir werden später noch Abendmahl feiern. Und weißt du, Abendmahl ist so eine Möglichkeit, sich ganz demütig wieder neu dem Herrn hinzugeben und sagen, du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben. Weißt du, Wahrheit ist nicht wahr, weil ich es fühle, sondern weil es wahr ist. Ich weiß nicht, hey, manchmal kommt vielleicht bei dir auch dieser Gedanke auf, ja, aber die Gefühle, die müssen doch auch stimmen, so im Worship, in der Anbetung. Hey, Worship ist nicht warten, bis das Gefühl stimmt. Es ist eine aktive Entscheidung, sich jetzt vor den König zu geben, ihn anzubeten, ihm die Ehre zurückzugeben, die er eigentlich in unserem Leben haben soll. Wenn du wartest, bis das Gefühl stimmt in der Anbetung, da muss ich dir heute Morgen sagen, dann kommt Jesus vielleicht vorher wieder. Weil Gefühle, die können uns anlügen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Gefühle einfach trügerisch sein können. Die meisten wissen, ich arbeite auf der Curly Ranch. Und wir hatten da erst gerade so ein super Beispiel. Und ich freue mich schon, dass ich euch das erzählen darf, weil das passt so perfekt. Ich musste da einen Metallpfosten einbetonieren. Weil wir mussten da ein neues Paddock aufstellen für die Pferde. Und damit das auch hält, braucht man da ein tiefes Loch. Das reicht nicht einfach nur so tief darunter zu buddeln. Und ich hatte die Vorgabe, 50 Zentimeter ein Loch zu buddeln. Ich habe da angefangen und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja, das passt ja jetzt. Es sind 50 Zentimeter. Habe ich meinem Chef, Peter, gerufen und gesagt, guck mal da, 50 Zentimeter passt, wir können das einbetonieren. Dann sagte er so, ja, bist du sicher? Und ich so, ja, ich habe das Gefühl, das ist okay. Dann hat er gesagt, du, ich habe da einen Meter, miss mal nach. Ich habe den reingehalten, waren bei weitem nicht 50 Zentimeter. Ich glaube, es waren irgendwie 30 Zentimeter. Und ich hatte doch so fest das Gefühl, das waren jetzt 50 Zentimeter. Gut, Meter raus, nochmal angefangen, weitergebuddelt. So, jetzt sind es 50 Zentimeter. Ganz sicher, mein Gefühl stimmt. Dann waren es irgendwie, keine Ahnung, 40 Zentimeter und es mussten genau 50 sein. Ich hatte so fest das Gefühl, das stimmt doch jetzt. Genau so ist es in der Anbetung auch. Manchmal haben wir das Gefühl, nee, es stimmt jetzt einfach gerade nicht, ich kann jetzt Gott nicht anbeten. Hey, die Gefühle, die lügen dich immer wieder an. Knie vor Gott nieder, bete ihn an, nicht weil du es gerade fühlst, sondern weil du dich dafür entscheidest. Es ist ein Willensakt. Anbetung, Gott anzupreisen, ist immer ein Willensakt. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und weißt du, eigentlich könnten wir gar nicht vor Gott kommen. Eigentlich könnten wir ihn gar nicht anbeten, weil er viel zu herrlich ist, weil wir Sünder sind. Das ist ein Fakt, den finden wir in der Bibel. Ich habe den dabei, Jesaja 95, Vers 2. Wir lesen, nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Unsere Sünden trennen uns eigentlich vor Gott. Eure Sünden verhüllten sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Das ist der Fakt. Wir könnten gar nicht vor Gott kommen.
Hey, und an dieser Stelle setzte Gott keinen Punkt, sondern ein Komma. Er schrieb die Geschichte mit uns Menschen weiter. Wir lesen ja schon, wie Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Weißt du, eines Tages sagte Gott zu seinem Sohn Jesus, geh. Geh ans Kreuz für all diese Menschen, weil ich sie liebe. Und weißt du, der Sohn, er ging. Er nahm all diese Qualen am Kreuz auf sich. Er erlitt Todesqualen, den grausamsten Tod, den es zu der damaligen Zeit gibt und den es auch heute noch gibt, weil er uns liebt. Hey, weil Gott zu seinem Sohn sagte, geh, kann er jetzt nun die Hand hinstrecken, er kann sie dir hinstrecken und sagen, komm. Weil ein vollkommen heiliger und vollkommen liebender Gott zu seinem vollkommen sündlosen Sohn sagte, geh, dürfen wir nun hören, wie er voller Freude zu uns sagt, und jetzt komm, mein Kind. Nun, vielleicht ist gerade jetzt die Zeit, eine Zeit, in der wir uns unten treffen, unten auf dem gemeinsamen Grund der Wahrheit, am Fuße des Kreuzes. Und weißt du, die Wahrheit in deinem und in meinem Leben ist, auf die Dauer werden wir nichts Gutes erreichen, wenn wir nicht uns komplett mit dem Willen Gottes übereinstimmen, wenn wir uns nicht ihm komplett hingeben und sagen, hier ist mein Leben, nimm es, fülle es du aus. Weißt du, wir Menschen, wir Christen, wir sind berufen, Gott zu lieben, ihn anzubeten, Gott unsere ganze Liebe, unser ganzes Leben hinzugeben, ihm das Vertrauen abzugeben. Er hat dich und mich geschaffen. Er hat dich und mich sogar erlöst aus reiner Liebe. Weißt du, Gott ist wirklich der Anbetung würdig. Er wäre dessen sogar würdig, wenn er entschieden hätte, die ganze Menschheit endgültig zu vernichten, uns nicht zu erretten, ohne Hoffnung auf irgendwelche Errettung. Doch in seinem Sohn im Kreuz schenkte er uns seine ganze Liebe. Weißt du, Anbetung ist im Kern eigentlich für Gott. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herzen, wir haben sehr viel über das Herz gesprochen heute Morgen, ist da eine tiefe Faszination über Gottes Herrlichkeit und über Gottes Liebe in deinem Herzen? Nimmst du diese wahr in deinem Leben? Hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wir werden gleich auch dann noch eine Zeit des Lobpreises haben. Hey, bring dein Herz, bring deine ganze Liebe wieder neu vor Gott, bring sie ans Kreuz, gib dein Leben komplett neu wieder Gott hin, eben gerade, weil vielleicht du in Stürmen steckst. Das ist der beste Grund, Gott anzubeten. Ich hab ein Zitat dabei und mit dem möchte ich schließen. John Piper, sehr ein berühmter Musiker und auch Theologe, hat mal gesagt, Anbetung bedeutet, Christus als erfüllender und wertvoller zu erkennen und zu erfahren als alles, was der Tod mir nehmen und das Leben mir geben könnte. Anbetung bedeutet, Christus als erfüllender und wertvoller zu erkennen und zu erfahren als alles, was der Tod mir nehmen und das Leben mir geben könnte. Dein Herz ist das zentrale Schlachtfeld der Anbetung. Amen.